Hallo und herzlich willkommen zurück zu Wildflowers. Ja, in der letzten Folge ist so einiges passiert. Ach so, das müsste jetzt auch fertig sein. Wir haben nämlich jetzt nochmal eine Essenz gemacht, die wir dann letztendlich doch nicht mehr gebraucht haben. Ist aber nicht schlimm. Die benutzen wir dann halt später. So, dann schauen wir mal. Gibt es hier irgendwas, was wir ernten können? Das sieht gut aus. Ja. Sehr schön. Der Bot kümmert sich irgendwie noch 2 Tage oder so um alles. Er ist immer noch nicht fertig. Aber er ist zumindest morgens um 7:15, sage ich mal, schon fleißig am Arbeiten. Das muss ich ihm zugute heißen. Ich meine, klar, das macht natürlich auch Arbeit, so ein Feld umzugraben. Keine Ahnung, was da jetzt so viel Arbeit macht, dass man das 2 Tage machen muss. Aber es macht natürlich viel Arbeit. So, viel haben wir nicht gefunden, aber nochmal 2 Unkraut. Sehr, sehr geil. Ich hatte nochmal 2 Beete gemacht gestern Abend. Blöderweise wollte die nichts machen, weil sie gesagt hat, sie bräuchte dafür irgendwelche Energie. Jetzt bin ich gerade überlegen. Ich muss ihm auf jeden Fall mehr Wein machen. Das heißt, ich würde gerne das anpflanzen. Das sind so Sachen, die man sowieso wahrscheinlich nicht braucht. Ach nee, das sind sowieso Blumen. Ich habe, glaube ich, unten schon Trauben gemacht, oder? Aber ich mache trotzdem noch mal Trauben, weil wir brauchen ganz viele Trauben, um Wesley ganz viel Wein zu geben. Ich weiß nicht, wie lange die jetzt hier noch brauchen. Noch 4 Tage. Ach du Schande, 4 Tage. Das ist natürlich nicht gerade wenig. So, dann sammeln wir mal hier gefühlt 2 Millionen Eier ein. Ja, komm doch mal her, meine kleine Beatrice. Du versteckst dich hier wieder in der Ecke. Ne? Oder hat Beatrice versucht zu fliegen, dass sie hier aus dem Gatter befreit ist? Das hoffe ich doch mal nicht, weil ihr seid nicht dafür gedacht, hier einfach abzuhauen. Ihr seid dafür gedacht, hier zu bleiben und Eier zu legen. Und geknuddelt zu werden. So wie Nugget gerade. Nugget ist übrigens komplett voll. Könnten wir sie rein theoretisch auch verkaufen, aber die hat so einen schönen Namen, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich will eigentlich gar keins meiner Hühner verkaufen. Ich will dir nur unendlich viele von diesen Eiern farmen. Na gut, unendlich viele ist vielleicht ein bisschen blöd ausgedrückt. Wenn wir wirklich mal extrem Not am Mann hätten wegen Geld, dann würde ich vielleicht sagen, okay, könnte man noch drüber nachdenken, aber ja, ne? So, sobald wir wieder Weizen machen können, müssen wir auf jeden Fall auch ganz viel von dem Weizen. Nein, bleibst du mal stehen? Ganz viel von dem Weizen machen. So. Haben wir dich auch schon mal. Ich glaube, eins haben wir jetzt noch, ne? Ja, genau. Du bist noch übrig. Dich müssen wir noch eben füttern. Flügelspiel ist auch auf 100%, sehr schön. So, nicht alle abhauen, ich brauche die Wolle. Bleib mal stehen. Na, da kommt die Kuh auch direkt. Die ist wieder so. Jetzt konnten wir es nicht sehen, weil du da mitten vorgelaufen bist. Sag mal, Butterblume. Geht es dir heute zu gut, oder was? So, Moment. Erstmal die 2 schwarzen Schafe. So. Und die anderen beiden sind braun, ne? Wieso kriege ich hier eigentlich kein weißes Schaf? Also weiße Wolle habe ich so oft gesehen in der Realität, aber so braune und schwarze Schafe sind doch eher ungewöhnlich. So. Dich haben wir schon mal. Dann brauchen wir das zweite braune noch und die Kuh. Das zweite braune, komm her. Tut mir leid, Butterblume, aber dich erkenne ich unter den ganzen Schafen. Deswegen kommst du jetzt heute als letztes ran. Und so kann ich mir das ganz gut merken. So. Die zuckt immer so süß mit den Ohren. Da muss man mal. Das schon wieder. Da müsst ihr mal drauf achten, wenn die gerade gefüttert wurde. Oder ich glaube auch beim Streicheln macht sie das auch. Nee, beim Streicheln macht sie es nicht so.
Aber wenn sie vor einem... Da, doch, nach dem Streicheln. Die zuckt immer so süß mit den Ohren. Ich finde das so niedlich. Na, kommst du voran? Es dauert mich ein bisschen lange. Ja, ich weiß, ich bin sehr ungeduldig, was solche Sachen betrifft. Zumindest in Spielen. Ach, Kitty, dich habe ich ja total vergessen. Entschuldigung. So, eine Grille inklusive. Das ist doch sehr schön. Ich habe jetzt ehrlich gesagt keine Ahnung mehr, wo ich den Thunfisch überhaupt herbekomme. Aber ich denke mal nicht, dass ich den hier oben aus dem... Oh, was haben wir da? Eine Pistazie. Ja, geil. Und eine Mandel. Sehr schön. Und da hinten sitzt der Bürgermeister. Da muss ich auch noch schnell hin. Obwohl, nee, muss ich nicht hin. Den hatten wir ja schon auf 100%. Hier ist aber noch was zum Graben. Das müssen wir noch mitnehmen. Ist das... Achso, ich dachte gerade, das ist eine Eidechse hier links. Das ist doch nur ein Eichhörnchen. Oh, ich dachte, ich habe mal was Neues entdeckt hier im Wald. Aber nein. Na gut. Das heißt, wir müssten jetzt theoretisch die Beeren unten auch mitnehmen können. Ach, wir haben, glaube ich... Haben wir eine Beere vergessen gestern? Nee, wir waren bis ganz oben. Ich meine, wir haben alle mitgenommen. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich meine, wir haben alle mitgenommen. War jetzt aber wenig zum Ausgraben oder kam mir das jetzt nur so wenig vor? Ich weiß es nicht. So, dann, wenn ich gerade schon mal hier bin, gehen wir natürlich noch mal eben nach Fairhaven. Quatsch, Fairhaven bin ich doch. Ah. Ach, Shelby. Violet's really worked up about the election. Do you think Otto will win again? Otto won't be mayor much longer. Oh, so you think Marty will win? That's not what I said, is it? Okay. Gibt's bald keinen Bürgermeister mehr? Ich weiß es nicht. ich will dir was geben. Ich habe doch jetzt den Wein dabei, ne? Ja, genau. Hier. Oh, I can't wait to drink some of this while reading the latest detective novels that came in. Aber das hat ja fast gar nichts genützt. I used to cover elections for the college paper back in Alaska. The smaller the town, the more intense the elections. Every time. Also ihr könnt mir sagen, was ihr wollt. Die Herzen, die gehen überhaupt nicht höher bei ihm. Jetzt sagen die neue Bekanntschaft. Jetzt gehe ich nochmal rein. Nee, ist aber immer nur ein halbes Herz. Oh, ich verstehe dieses System nicht. Ich soll doch alle Herzen voll haben, damit ich mit ihm ein Date haben kann. Das dauert ja wirklich ewig. How's the mind treating you? Found any goblin machinery yet? I wasn't sure where it came from, but it looks like it came out of this very workshop. Oh, that's sweet. Maybe one day I'll be as talented as the ones who made the mining machines. Ich könnte noch mal gucken, ob ich in den Minen so irgendwas finde, ohne, ich war jetzt natürlich da und habe die Erze gemacht, weil ich nach dem Schlüssel gleichzeitig gesucht habe. Aber ich könnte es auch mal probieren, ohne, also einfach nur da durchzulaufen und zu gucken. Perhaps you should use your broom to get around if you don't wish to be watched by your neighbors. Just make sure you have enough levitation potion. Ja, die Nachbarn interessieren mich eigentlich recht wenig. Es geht mir nur darum, schnell von A nach B zu kommen. You might want to have Zephyr teach you how to teleport. Just in case the supports in the mine give out again. Oh wait, I forgot you're human. Never mind. Mhm. Mach mir doch Mut, wenn ich in der Mine arbeite. Mach mir doch Mut. Ja, ach, wir haben jetzt auch noch Samstag. Das ist natürlich jetzt doppelt blöd. Was haben wir denn jetzt überhaupt noch offen? Moment. Ach so, genau. Ich muss das ihr noch geben. Und mich um den Thunfisch kümmern. Ja, gut. Ich hoffe mal, wir finden sie gleich noch. Schauen wir mal. Thomas, du hast wahrscheinlich... Nee, du hast keine neue Quest für mich. Okay. Ja, seit deiner blöden Verkupplungsaktion möchte ich eigentlich nicht mehr so gerne mit dir sprechen. The other day, Otto and Marty came into the diner for coffee at the same time. You should have seen the two of them.
trying so hard to be polite, but staring daggers at each other. You can tell they didn't grow up in Italian neighborhoods. They would have just started yelling and gotten it over with. Ja, was soll man dazu sagen? Haben wir noch zusätzlich... Ach ja, stimmt, wir haben ja Kompost noch zwischendurch gemacht. Dann haben wir anscheinend noch zwei Würmer dazu bekommen. Das ist cool. Habe ich jetzt so ehrlich gesagt gar nicht drauf geachtet. Hinter der Brücke schwimmt noch ein großer. Jetzt ist er wieder weg. Ach nee, das sollen Blätter sein. Oh, ein Thunfisch. Oh, okay. Have you got the ingredients? I sure have. Great. Come to the diner tomorrow night and I'll have everything prepared. Nein, will ich aber nicht. Oh. Was tut die mir da nur an? Ich würde ja am liebsten sagen nein, aber ich habe ja keine Option zu sagen, ich will gar kein Date haben. Also, ich will schon ein Date haben, aber mit dem, den ich mir aussuche, nicht den, den sie mir aussucht. Das ist das Problem. So, haben wir hier unten noch irgendwas? Da haben wir schon lange nicht mehr geguckt. Ja, zumindest eine Muschelschale mehr leider nicht. Ich spare mir das Angeln jetzt auch auf, weil das haben wir ja nur wegen dem Thunfisch gemacht. Ja, wir haben Samstag. Ich glaube, da ist er wieder nicht am Arbeiten, oder? Ja, ist mal wieder nicht da. Nee, ihn brauchen wir aber nicht mehr. Okay, dann gehen wir einfach mal weiter. Samstags bzw. Wochenenden sind natürlich immer so ein bisschen blöd, weil man da mit den Leuten nicht reden kann, großartig. Die sind dann immer woanders. Ja, hier sind eigentlich öfter mal welche. Oder besser gesagt, hier der Francis, ne? Also der Juwelier auf jeden Fall, der ist normalerweise hier, aber der ist jetzt nicht hier. Vielleicht arbeitet der auch gerade. Kann natürlich auch sein. Na, jetzt geht er rein. Nee, Moment, du läufst mir eher weg. Otto's already planning the menu for his celebration dinner. He doesn't like any seafood except lobster, of course. Bruno is working hard to catch enough. All he wants is for his son to be happy. I wish Otto could see what a gift that is. Ja, ist er wahrscheinlich zu gestresst für. I overheard Vanessa say that she wished we had an organic grocery store on the island. And that would be nice in theory, but doesn't she know that it would put me out of business? She probably doesn't even realize it. Never mind. Ja, wie wär's denn, wenn du einfach mal ein bisschen Bio anbietest? Ich kaufe auch ausschließlich Bio-Sachen. Marty asked me if I wanted to join the party, and I was like, party? Yeah, dude, that sounds cool. But he meant the Marty party, which is not as cool. Ja, nicht wirklich, ne? Und mit dir will ich auch schon gar nicht mehr reden, jetzt wegen dieser Sache. Hey, you made it back from your first adventure in the you-know-what. Nice. Was there ever any doubt? Considering our history with the place, yes. Okay. Klingt ja jetzt nicht sehr beruhigend. I have something for you. You did it! I thought this was gone forever. Where did you find it? Tja, ich hab's gefunden, ja. Ist gar nicht mal so gelogen. Oh, the wind blew it under a bush. Ah, weird. I don't even remember dropping it, but... Okay. Thank you, Tara. You saved my butt. I'm looking forward to your performance. Okay, dreimal Tinte haben wir bekommen. Geld wäre mir natürlich lieber gewesen. I can't really talk right now. I'm working on a really important piece. Alles gut, alles gut. Mit ihm müssen wir nicht reden, davon haben wir auch noch genug. I heard about Emmy's new interest in music. She's a handful, isn't she? Yes, but in the best way. If I ever have daughters, I hope they're as spirited as she is. Less prone to thievery, though. Ja. Das ist so eine Sache. Waren wir schon mal bei Oma in letzter Zeit? Nee, ne? Da könnten wir eigentlich auch nochmal neue Blumen hinstellen. Mittlerweile haben wir nicht mehr so viele. Ich würde sagen Schwarzkümmel diesmal.
I think I know who you would have voted for. Or at least who you would have voted against. It's not like we really have great options here. Also ich höre mal daraus, dass sie wahrscheinlich nicht für den Bürgermeister gewählt hätte. Otto's asked me to moderate the mayoral debate. I have the perfect background for it, but I'm still honored, of course. I hope to see you there. Ja. Ich hab's ja nicht so mit Bürgermeisterwahlen, im Gegenteil, aber das Problem ist, Otto ist jetzt natürlich nicht so der, den ich jetzt wählen würde, aber er ist irgendwie so, weiß ich nicht. Ach so, mit ihm müssen wir gar nicht mehr reden. Er ist irgendwie seltsam, ich weiß nicht, mit dem Kerl werde ich nicht wirklich warm. Als ob der irgendwas Schmieriges an sich hat, zumindest sieht er so aus. Ich weiß, man soll nicht nach der Optik urteilen. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, was besser wäre. Ich meine, auf der einen Seite ist bisher Fairhaven ja ganz gut durchgekommen mit dem Bürgermeister, der jetzt an der Macht ist. Auf der anderen Seite sind natürlich auch viele am Meckern. Ich weiß es nicht. Mmm, it's pumpkin spice season. But isn't pumpkin spice... Do not say basic. Pumpkin spice is delicious, okay? That's just science. Es gibt auch sowas wie Mainstream überhaupt nicht. Es gibt Leute, die mit dem Strom schwimmen, das ist richtig. Aber sowas wie Mainstream oder das ist gerade in, das ist völliger Quatsch. Jeder isst oder trägt das, was er gut findet und damit hat sich die Sache. So, unsere liebe Blumen, nicht mehr Blumenmacherin, Moment, die ist da, aber sie rennt bestimmt gleich weg. Die hat nämlich eine Aufgabe anscheinend. My parents sent me a letter. I can't believe it. They're congratulating me for winning my grant and they want me to write back. Is that a bad thing? They had me signed up with the most prestigious matchmaker in Mumbai. I tried so hard to get out of it. I told them I wanted to finish college first, but finally I had to tell them that I was never going to marry a man. Any man. It wasn't me liking women that upset them. It was the loss of prestige that I wouldn't make a match. So they cut me off and I don't know if I can forgive them. Ja, jetzt habe ich ein kleines Problem. Und zwar habe ich gerade einen Anruf bekommen, wo ich unbedingt rangehen musste und habe jetzt gar nicht mitbekommen, was sie mir eigentlich gesagt hat. Sehe jetzt nur noch den letzten Satz. Also haben sie sich von mir losgesagt und ich weiß nicht, ob ich ihnen das verzeihen kann. Deine Eltern haben sich vielleicht geändert. Kann natürlich sein. Ich weiß nicht genau, worum es geht, wie gesagt, aber ich sag mal, es ist in Ordnung, Grenzen zu setzen. If you do decide to write them back, which is up to you, it's okay to go slow and set boundaries. That's a good point. I need time to decide whether or not I'll reply. But it's been so kind of you to listen. I haven't had a friend like you in a long time, Tara. Listening to each other is what friends are for. Ja, jetzt habe ich ein doppelt schlechtes Gewissen, weil ich ja so gar nicht zugehört habe. Ich konnte gerade nicht zuhören, es tut mir leid. Das war ein wichtiger Anruf. Also dachte ich, also eigentlich war es auch wichtig, aber ja. So what about you? You ready to join the Marty Party? Oh man, I thought the flyers were bad, but it's even lamer when you say it out loud. Ja, stimmt allerdings. Okay, unten die habe ich alle, oben habe ich dich jetzt mittlerweile auf Maximum, doch ich meine ja, ne? Dich habe ich auf Maximum, okay, muss ich mit dir auch nicht mehr reden. Ja, wunderbar. Dann sind wir hier soweit schon mal fertig, das ging jetzt heute mal schnell. Die Frage ist jetzt, was hätten wir eventuell noch offen? Wir könnten in der Mine mal schauen, ob wir da was finden. Gut, mit dem Feld müssen wir drauf warten. Das mit dem Dinner ist auch erst morgen. Na gut, dann gehe ich jetzt nochmal in die Mine rein und schaue mich da nochmal so ein bisschen um. Wenn ich irgendwas finden sollte, dann hole ich euch gleich wieder hinzu. Ansonsten sage ich mal, ja, schon mal gute Nacht. Bis später, beziehungsweise bis zur nächsten Folge. Ciao! Otto's a fine mayor, but when I moved here and Antonio Miranda was in charge, I don't know, the town had a different vibe. Gloria grew up here, but Antonio was an immigrant.
But everyone accepted him anyway, even chose him to lead. But now it's like, if you don't have history here, do you really belong? Is it time for bed? Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann kannst du mich auch gerne abonnieren.